Ein neues Interview, meine Lieben, zum Thema Princess Charming 2024. Marlene ist an meiner Seite. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben, glaube ich, heute einiges zu besprechen, Ja, oder? danke für die Ja, Einladung. gerne. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Und gleich mal vorab für die Leute, die sich jetzt fragen, welchen Stand wir hier besprechen. Wir sprechen Stand Folge 6. Ja, ihr habt Folge 6 alle schon gesehen. Es war ein offenes Ende. Wie es weitergeht, werden wir sehen, also alle einschalten, ja. Mich würde aber mal gerne interessieren, wie diese ganze Geschichte so entstanden ist, weil ich auch oft den Eindruck hatte, dass ich vielleicht bestimmte Momente nicht so gesehen habe, was auch normal ist, weil der Fokus ja auch, ne, viele Folgen auf einer anderen Thematik lag. Ja. Ist sicherlich nicht in Gang. Und ja, was du sonst so machst, ja, also folgt dir gerne bei Instagram, alles ist unten in der Infobox verlinkt. Und ja, wie ist es jetzt so, während die Ausstrahlung läuft? Du hast ja quasi schon sehr viel erlebt. Jetzt siehst du die Ausstrahlung. Wie ist das so, sich zu sehen? Also inzwischen habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt. Ja. Am Anfang war es auf jeden Fall sehr komisch, sich da zu sehen. Und ja, es ist weiterhin super aufregend, weil man ja nie weiß, was jetzt auch als nächstes von einem gezeigt wird. Deswegen. Ist es unangenehm, sich das manchmal anzugucken? Also ich meine, du bist ja jetzt nicht negativ aufgefallen, aber das sind ja schon private Gespräche und Emotionen und ne? Ja, also manchmal ist es unangenehm einfach. Ja, weil man nicht wirklich in dem Moment auch weiß, dass sowas überhaupt reingeschnitten wird. Aber ich glaube, jetzt so kann mir vorstellen, dass da noch mehr kommt, was mir vielleicht unangenehm Okay, also sein das heißt, wird. bisher war es okay. Ja. Ja. Wie kam es denn auf die Idee, dich zu bewerben? Also ich meine, ne, das ist ja immer so eine Entscheidung, jemanden, ich sag mal, im Fernsehen zu daten. Da muss man Bock drauf haben, würde ich sagen. Ja, also ich hatte mich tatsächlich schon einmal vorher auch Ah, echt? Für beworben. welche Staffel? Weißt du das noch? Ich glaube, es war sogar für die erste Ah, Staffel. echt? Also es war nämlich, ja, ich glaube, es war für die erste Staffel. Da hatte ich aber nur so ein Telefoninterview und dann hatten die sich aber nicht mehr gemeldet von RTL. Und dann bin ich auch mit meiner Ex-Freundin zusammengekommen und das, ja, und dann jetzt, nachdem ich dann letztes Jahr seit dem Sommer wieder Single war, dachte ich, Mach's irgendwie habe ich Bock, nochmal. ich probiere es Ja. nochmal. Damit hat sich auch die Frage erübrigt, warum du dich in den Jahren nicht beworben hast, nochmal, weil das hätte mich nämlich interessiert. Warst du aufgeregt so? Also man hat Bei ja der Bewerbung, oder? irgendwie, ne, gar nicht so bei der Bewerbung, sondern du kriegst irgendwann die Zusage und weißt, okay, du bist dabei, du sitzt im Flieger, du landest und weißt irgendwann, okay, morgen ist der erste Drehtag. So. Und du weißt nicht, wen triffst du da? Also ich meine nicht nur die Princess, sondern auch die ganzen anderen Personen. Ist man da unter so einer Anspannung? Ja, bei mir ging es los, als ich am Flughafen war oder auf dem Weg zum Flughafen. Ja? Auf einmal kam mir das irgendwie so in den Kopf geschossen, was mache ich hier eigentlich gerade? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also klar kann man natürlich da sagen, ich will das jetzt nicht, Ja. aber und ja, ich war super aufgeregt die ganze Zeit. Also ich war durchgehend, während ich in der Villa war oder Glaube ich. überhaupt da, war ich super nervös und aufgeregt. Kanntest du eigentlich jemanden? Also als du reingegangen bist, dass du eine Vorgeschichte mit Lea hattest, wissen wir, da können wir auch noch gleich drüber sprechen, aber Ja. kanntest du von den anderen jemanden? Ja, ich kannte Hang auch. Hang, mit ihr habe ich, also ich Stimmt, wohne. hast du gepostet. Habe ich Genau, gesehen. hatte Hanna Hang Ah, du neulich hast und Repost ich habe gemacht, genau. repostet, genau. Wir haben nämlich, also ich komme ja aus Hamburg und Hang hatte auch mal in Hamburg gelebt und wir haben in einer Fußballmannschaft zusammen Fußball gespielt. Und Habt ihr euch das aber auch gemerkt? Also war es schon eine längere Fußball, wie sagt man? Also du warst da ein bisschen länger, hast länger Fußball gespielt. ja, ich habe, glaube ich, so knapp 4 Jahre Fußball Okay. gespielt und ich glaube, wir haben bestimmt 2, 3 Jahre zusammen gespielt, ja. Cool. Und Also wie war das mindestens zwei. so? War witzig, also wir hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Das ist so ein bisschen auseinandergegangen bei uns, weil sie, also die Ex-Freundin von Hang, ist auch eine gute Freundin von mir. Und ja, manchmal entwickelt sich das dann ja so, dass dann so ein bisschen. Also, Okay. da waren Ja, wir auch noch nee. deutlich jünger, also es war jetzt ja vor 8, 9 Jahren, glaube ich. Aber dass man dann irgendwie auch so ein bisschen, manchmal sich ja dann so die Paare, Ja. ich weiß nicht. Also nochmal, ich weiß schon, was du meinst. Ja, klar. Ja, man Ja. hat ja auch unabhängig davon, also ich meine, wenn ich jetzt mal zurückgucke, ist das vielleicht ein blödes Beispiel, aber nehmen wir ein ähnliches Beispiel. Leute, mit denen ich mal in der Ausbildung war und mit denen ich mich gut verstanden habe oder so, selbst mit denen habe ich heute so gut wie keinen Kontakt mehr. Einfach, weil die leben halt, jeder Ja, geht seinen genau. Weg und macht sein Ja. Ding und fertig. Mit Maike kanntest du nicht? Maike kannte ich Das finde ich immer nicht. so witzig, ne? Weil eigentlich so die Berliner kennen sich meistens, ne? Aber in dem Fall tatsächlich nicht. Nee, also wir hatten auch in der Villa, als wir darüber gesprochen haben, festgestellt, dass wir zum Beispiel mal kurz vor Princess Charming zur gleichen Zeit im Stück waren, also in der typischen Bar, Ja, wo in alle Berlin hingehen, jetzt. genau. Wo ist denn die typische Bar in Berlin? Das Stück,
Also nicht, das ja. ist so Klar. wie die Boys in Köln, ist quasi okay. das Stück wo in ist Berlin. Wo die ist? Ja, in welchem Bezirk? Also die hat quasi zwei Locations. Also die Hauptlocation ist in Schlesische Straße. Mhm. Und die haben aber noch so einen Pop-Up-Store, okay. wo dann auch samstags auch nochmal so ein Flinterabend ist. Das ist nämlich total witzig, weil ich weiß nicht, Jessie hat mich mal gefragt, ne, mit dem ich den Talk mache, so, weil die, Gramon, wen kanntest du denn aus dieser Stadt? Kanntest du jemanden? Das sind ja auch viele Berliner dabei. Da habe ich gesagt, naja, also erstens gehe ich in der Regel selber in, also selten in queer Locations, weiß nicht warum. Und wenn, ist es ja so in meiner Wahrnehmung, dass ja, also ich sag mal, die lesbischen Frauen gehen ja in eine andere Location als die Männer. Ja. Ne, das ist ja nicht irgendwie, dass wir alle in derselben Location rumhängen, sondern das heißt, wenn ich in eine Location gehe, wo ihr Männer sind, dann ist vielleicht die beste Hetero-Freundin dabei, ja. aber dich würde ich da jetzt tendenziell eher nicht treffen. Und umgedreht ja. genauso wenig, oder? Ist schon so, ne? Ja, voll. Also ich kannte das, also in Berlin kenne ich es auch so, dass es super getrennt ist. In Hamburg gab es immer so, wie hieß denn das nochmal, Pink Ink? Habe ich mal gehört. Und da war das immer so, dass also so eine große Location, wo dann eine Tanzfläche für die Schwulen war und die andere für die Lesben, also, aber trotzdem alle zusammen okay. da waren. Und das war irgendwie, dass man natürlich auch so ein bisschen gewechselt hat. Aber sonst ist es eigentlich immer sehr strikt getrennt, ja. Ja, komisch eigentlich, ne? Wobei ich kann es auch verstehen, man will vielleicht alle unter sich sein, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube. Ja. Also ich muss es jetzt auch nicht. ja. Ja, jetzt muss man aber die Geschichte nochmal im Detail erklären mit Lea. Also ihr habt mal auf einer Dating-Plattform geschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer konnte sich daran erinnern, du oder sie? Sie konnte sich daran erinnern. Und du konntest dich gar nicht mehr daran erinnern. Also nicht, als sie an dem Abend in die Villa kam zum ersten Mal und ich sie da gesehen habe, hätte ich das nicht zuordnen können, bis sie das erzählt hat. Ja. Und dann hat es halt Klick gemacht. Ja, so. Genau. Und war dir das unangenehm oder warst du fein damit? Dass sie das mir gesagt hat in dem Moment? Naja, dass du auch damit konfrontiert warst, dass du sie, glaube ich, geghostet hattest oder irgendwie so. Oder generell, ich meine, wenn man schon mal geschrieben hat, es kann ja sein, dass einem das irgendwie unangenehm ist. Und vor allem, wenn man sich mehr daran erinnern kann. Oder so, dachte ich, das ist mir eigentlich, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber... Ja, also es wurde da ein bisschen doll das, ein Thema draus gemacht. Ja. Aber eigentlich ist es mir jetzt nicht so unangenehm, weil es ja, wie gesagt, kein Treffen gab und ich danach sie geghostet habe. Das wäre mir schon unangenehm, wenn ich das gemacht hätte. Aber das mache ich auch nicht. aber so, das ja, haben viele gesagt, das passiert jedem mal. Deswegen, es war halt nur ungünstig, dass es dann die Princess war, die das... Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ihr geschrieben habt, ja, würde man ja jetzt erstmal davon ausgehen, dass sie schon mal dein Typ Frau ist. Weil sonst hättet ihr ja nicht geschrieben. Du wirst ja nicht mit jemandem schreiben, wo du sagst, von dem, was ich da so sehe, das klingt jetzt oberflächlich, aber du siehst erstmal ein Foto und entscheidest, hast du Interesse an der Person oder nicht. So, das heißt, und du hast dich ja dafür entschieden, mit ihr zu schreiben. Das heißt, es hat ja erstmal schon mal optisch irgendwie harmoniert. Ja, auf jeden Fall. Also so blond, helle Augen, das war immer so, ist immer das, was mich auf jeden Fall auch sehr häufig catcht. Ja. Und auch so, also auf ihrem Profil, was ich erinnere, oder wird ja auch gezeigt in der Show, ist hier so ein bisschen vom Look so ein bisschen Surfer-Girl-lässig und das mag ich schon auch gerne. Ja, okay. Ja, finde ich gut. Ja, blond ist immer gut, Leute, oder? ein großes Thema in dieser Sendung, vor allem in dieser Staffel, ich habe es gar nicht mehr so präsent in Erinnerung in der letzten Staffel, vielleicht habe ich es auch verdrängt, ist ja, wer mag welche Beziehungskonstellation? So. Mhm. Was möchtest du generell eher eine monogame Beziehung haben, eine offene, Poly oder was es da nicht alles gibt? Bist du da irgendwie so festgelegt? Also ich hatte bisher nur monogame Beziehungen, aber ja, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, würde ich mir eher eine offene Beziehung als nächstes wünschen. Aber bin da sowohl monogam als auch offen gegenüber, weil es kommt immer darauf an, wen man trifft, wie da irgendwie auch, ja, wie die Beziehung zueinander ist oder wie die Liebe zueinander ist. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich eher offen aufbauen. Was ist denn für dich, also ich möchte mal fragen, weil ich das Thema unglaublich spannend finde, was ist denn für dich die Definition offen? Offen ist ja für mich was anderes als Poly. Ne? Poly bedeutet ja, du hast quasi zum Beispiel zwei enge Liebesbeziehungen. Offen bedeutet ja für mich, meine Definition, du hast eine Liebesbeziehung mit einer Frau, ja, zum Beispiel. Mhm. Aber auf körperlicher Ebene kann es ab und an sporadisch mal was anderes geben. Das ist jetzt für mich die Definition offen, oder? Nur halt nicht auf emotionaler Ebene. Ja, genau. Das ist dann nochmal ein Unterschied. So. Ja, und ich glaube, so ein bisschen habe ich irgendwie, glaube ich halt auch nicht daran, dass man mit einer Person sein Leben lang nur sexuellen Kontakt haben möchte. Also
Ich verstehe den Gedankengang. Du guckst so erschrocken. Also, nein. Nee, ich dachte gerade, du wolltest noch was dazu sagen. Nee, ja, ich kann was dazu sagen, wenn du das möchtest. So, ja, so. Genau. Ja, ich glaube, da werden die Leute wild diskutieren. Sollen sie auch, ne? Dafür machen wir das ja. Ich weiß, was du meinst. Deswegen, ich sage auch immer, was ich meine, ich lebe ja auch in einer monogamen Beziehung. Du kennst ja meinen Freund. Und ah, dass ihr monogam seid, wusste ich jetzt ach so, nicht. Achso, ja, selten irgendwie, oder? Gerade bei Männern dann auch noch, ne? Ja, oder? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Siehst du? Sag mal. Nee, also, tatsächlich, ja. War für mich auch eine wichtige Bedingung. Also deswegen, als wir uns, also wir waren früher zusammen in der Schule, so, wir kennen uns schon. Ja. Und, aber als wir uns dann quasi nochmal so gedatet haben, war das auch so die erste Frage mit, möchtest du monogam leben oder nicht? Weil ich mal einen hatte, der es halt nicht wollte, und das war so ein bisschen Drama. Ich möchte es nicht ausschließen, wie du gerade gesagt hast, dass sich das irgendwann mal ändert. Ich kann es mir heute nicht vorstellen, von beiden Seiten nicht. Wie lange seid ihr schon zusammen? Naja, nicht so lange, 2 Jahre. So, aber genau, das Ding ist, ich weiß ja nicht, welcher Mensch ich in 10 Jahren bin. Ich weiß nicht, welcher Mensch ich in 15 Jahren bin. Insofern gibt es bestimmt Leute, die sagen, oh mein Gott, was sagt sie da? Doch, man kann auch, kann man, safe. So, kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Wichtig war mir nur, und das ist, deswegen habe ich es so gefragt, dass man von Anfang an in eine Beziehung geht und sagt, okay, das ist erstmal das, was ich leben möchte. Und wenn es sich verändern sollte, dann kann man ja immer reden. So. Ja, genau. Aber du hast auch gerade das so anklingen lassen, als wenn du, wenn die richtige Person ist, du auch monogam leben würdest. Also die richtige Person oder Vibe da ist. So ja, also wie gesagt, ich habe ja bisher auch nur monogame Beziehungen geführt. Und ich denke mal, gerade wenn man verliebt ist am Anfang, ist, also habe ich zumindest bisher immer so erlebt, wenn ich verliebt war, dann wollte ich auch wirklich nur mit der Person was haben. Irgendwann ist die Verliebtheitphase ja aber auch vorbei und dann kann man ja offen. Naja. Na, oder ja, man kann ja auch was zu dritt machen. Das wäre ja auch noch. Oder das ist wieder nicht. Ne? Doch, das wollte ich. Ja. Na, manche wollen das ja auch nicht. Doch, also... Kann ich verstehen, ja. Also habe ich jetzt das geile Thema heute hier, ne? Nicht, dass ich in Verlegenheit bringe, so. Ist okay, wenn wir sowas sprechen? Nee, das war ja schon mal, das war ja in meinem Intro auch schon, das war mir so unangenehm. Ach, war das? Was war da nochmal? Okay, du musst es nicht wiederholen, aber... Und in meinem Intro war halt, ja, ich hatte schon mal einen Dreier und... Aber ist das so Schlimmes? Nö. Nee, deswegen muss ich jetzt aber gerade so drin, dass wir da jetzt wieder drauf kommen. Ich habe das vergessen. Aber es war mir wirklich unangenehm, dass das erste war, was mir gezeigt wurde. Okay, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, nee, ich habe das deswegen auch gerade mal angeschnitten, weil letztens habe ich irgendwo einen Kommentar gelesen, wo, ich glaube, Kathi hatte das gesagt. Kathi hat irgendwie in diesem Video mit mir gesagt, dass man ja auch manchmal irgendwie wieder ein bisschen Pfeffer in seine Beziehung reinbringen kann und dass man dann vielleicht einfach mal das öffnet oder wie auch immer, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da hat jemand so ganz entsetzt drunter geschrieben, war es. Und dann denke ich mir so, ey, ich kann total verstehen, wenn du das für dich gerade nicht fühlst, weil... Ich fühle es für mich gerade auch nicht, aber ich kenne halt auch Leute, die das gemacht haben und für die es halt einfach nice war. So. Und ich glaube, es kommt halt immer darauf an, wie man das so will. Nur ich habe also hab deswegen auch gefragt, weil ich das Gefühl habe in dieser Staffel, und ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, dass da ganz oft Kombinationen sind, bezogen auf Lea, wo ich einfach sage, es passt ja gar nicht. Ja, nee, das haben wir auch vor Ort schon natürlich wahrgenommen. Also, dass da viele... Ich weiß gar nicht mehr, wer alles nochmal genau, aber viele dabei waren viele, die ne? Ich weiß auch nicht alles. Poly aber. Oder offen auf jeden Fall wollten. Das ist für Lea nicht optimal, ja? Oder sie verändern sich auch nochmal. Aber die Voraussetzung, gut, okay, ich finde, pass auf. Ich finde, wenn du sagst als Beispiel, ich habe auch kein Problem mit monogam, zum Beispiel du sprichst mit Lea und sagst, ich habe, also wie das klingt, kein Problem, aber es ist was Schlimmes, ja. Also ich hätte auch die Bereitschaft, mit dir eine monogame Beziehung einzugehen, aber ich kann dir natürlich nicht versprechen, dass ich das in 10 Jahren auch noch will, so, oder in 5 Jahren. So, das ist ja eine andere Voraussetzung, als wenn sich 2 Leute treffen, wo der eine sagt, ich will monogam leben und der andere sagt, ich will poly leben, so. Macht keinen Sinn. Ja, genau. Also monogam und poly, das geht da nicht. Ich glaube, da hast du ja mit Kathi auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber so offen, da kann man ja noch das ein bisschen drüber sprechen. Genau, ja. Weil man guckt irgendwann oder... Ja, naja, aber wie hast du dieses Drama als Beispiel wahrgenommen? Also ich meine, du hast ja zum Beispiel, und hat ja auch Kathi mir gesagt, sie hat gesagt, ihr war gar nicht klar zum Beispiel, wie intensiv dieses Date zwischen Lucia und... Lea war. Also hast du das auch so wahrgenommen, dass dir gar nicht klar war, wie eng die eigentlich schon miteinander sind? Das habe ich auch überhaupt gar nicht mitbekommen. Also ich habe das aber auch gesehen, als Lucia vom Date wiederkam, sieht man ja, wer da alles so dabei ist. Ja. Dass ich anfänglich schon ein bisschen zugehört habe, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, wie ich selber mir so gedacht habe, ich will das jetzt auch gerade gar nicht alles unbedingt hören, weil... Wenn jetzt Leute von ihrem intimen Date, also so, man will ja selber dann diese Gespräche vielleicht noch mit Lea führen. Und wenn du dann schon das und das hörst, dachte ich häufig, ich muss das jetzt gar nicht so hören. Das ist also ja nicht, weil, oder? Ja, nicht, weil
unangenehm, weiß ich nicht. Nicht, weil es irgendwie Eifersucht oder Neid oder sonstiges war, sondern einfach brauche ich jetzt nicht wissen, weil es für die Verbindung zu ihr dann für mich nicht entscheidend ist, was jetzt andere irgendwie schon Gespräche geführt haben. Oder, aber dass das so intensiv war, hätte ich auch gar nicht gedacht. Da war ich auch voll überrascht, als ich das gesehen habe. Dieser Vibe war ja dann auch sehr krass und dann gab es auch sehr viel Drama, weil das ja mit Saleha zum Beispiel noch lief und vorher auch dieses Maike-Drama, ne? So, macht das was mit einem, wenn man in so einer Villa ist und man möchte eigentlich nur die Princess kennenlernen, so? Ich meine, dafür warst du ja da. Und dann passiert eigentlich so viel Drama, dass man selber irgendwie vielleicht auch das Gefühl hat, ey, ich kann die gerade gar nicht kennenlernen, weil eigentlich so viel drumherum passiert und ich eigentlich so wie nur wie eine Zuschauerin bin und da zuschaue. Weil du hattest ja in dem Moment gar nicht die Möglichkeit, sie eigentlich mal so kennenzulernen, so richtig. Also das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Ich glaube, dieses ganze Drama bekommt man auch nicht die ganze Zeit immer alles so mit, weil ich auch häufig dann mit irgendwelchen anderen Leuten abgehangen habe und gar nicht so viel. Also zum Beispiel bei dem Drama von Maike, ich hatte am Anfang gar nichts mit Maike zu tun. Das habe ich nicht so intensiv mitbekommen. Ach, also ich habe schon mitbekommen, dass da Drama war, aber ich habe mich dann halt woanders aufgehalten. Auch so bei Saleha, Lucia, ich weiß nicht. Das heißt, du es hast passieren ja auch ganz viele andere Dinge, die gezeigt werden. Und deswegen war das jetzt nicht so, oh Gott, das ist Drama, das ist Drama. Ja. Aber das heißt ja dann eigentlich, das finde ich total spannend, was du sagst, dann geht es dir eigentlich wie uns Zuschauern. So ein bisschen, dass du quasi Sachen mitbekommst, wo du so denkst, okay, ich habe mitbekommen, da gab es ein Thema und so, ne, warst ja anwesend, aber du hast ja gar nicht so intensiv mitbekommen und denkst dir jetzt wahrscheinlich dann selber, boah, das war eigentlich ja doch viel krasser, als ich gedacht hätte. Ja, also so das mit Lucia und Saleha habe ich auch erst mitbekommen, als sie im Pool rumgeknutscht hatten. Davor habe ich gar nicht mitbekommen, dass die jetzt auch so einen krassen Vibe. Weiß auch nicht. Ja. Aber wir wissen ja jetzt, dass mit dir und Inji was entstanden ist, das ist das große Thema in Folge 6. Wie ist denn das entstanden? Ich hab das nicht so richtig, was heißt, ich habe es nicht richtig mitbekommen. Ich habe schon mitbekommen, dass ihr bei diesem Flaschendrehen Abend, da war ja eh Highlife und gegenüber was so, ne? Aber das startet ja wahrscheinlich schon deutlich vorher. Oder war das nur dieser eine Abend und dann hat es quasi Peng gemacht? Nein, das fing schon früher an. Also wir haben uns von Tag 1 super gut verstanden und haben auch super viel Zeit zusammen verbracht in der Villa und richtig viel gelacht. Und ja, das bei dem Flaschendrehabend oder in dieser Poolparty war dann auch erstmal nur Spaß, dass wir da rumgemacht haben. Was war die Frage? Naja, die Frage war, wann sich das entwickelt hat. Also ja, ich habe das an diesem Abend auch so wahrgenommen, was ich als Zuschauer gesehen habe. Das ist einfach jetzt mal ein Kurs beim Flaschendrehen und ich sage jetzt mal nichts Besonderes, ohne es abzuwerten, sondern einfach ein bisschen Spaß. Und dann kommt irgendwie Folge 6 und ich denke mir so, wow, okay, wir sind hier richtig im Beziehungsdrama in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Das wurde ja schon viel, da ging es um Gefühle, um Emotionen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, wann sind die entstanden? Ja, nicht an dem Flaschendrehenabend. Nee, genau, also das ist ja irgendwie, das entwickelt sich ja über ein paar Tage, würde ich sagen. Wann das jetzt angefangen hat, oder kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Es war aber auf jeden Fall so, dass wir halt erstmal eine richtig gute Connection hatten. Und ich glaube, durch diesen Flaschendrehabend oder wo wir dann rumgemacht haben, wurde erstmal überhaupt klar, dass wir uns beide auch attraktiv finden. Ja, und wenn man dann am nächsten Tag vielleicht so ein bisschen drüber nachdenkt, okay, da ist ein Kuss passiert und ich weiß nicht, ist das dann so ein bisschen entstanden dann dadurch auch? Würdest du sagen, mehr von ihr oder auch von dir? Nee, das war schon von uns beiden eine Anziehung und Connection da, also das war jetzt nicht einseitig. Aber warum, das würde mich jetzt mal interessieren, ich meine, hast du dir vorher Gedanken darüber gemacht zum Beispiel, was passiert, wenn dir drin jemand gefällt? Also, ob du eine Bereitschaft hast, die Person kennenzulernen oder nicht? Vorher habe ich mir vorher drüber gedacht. Ich bin da einfach hin und dachte, mach ich jetzt so einfach. Naja, ist ja auch... Ja, also einfach, ich wollte einfach, ich hatte Lust auf das Erlebnis und man lernt dann natürlich super viele Leute kennen und erstmal gehe ich ja gar nicht davon aus, dass ich überhaupt auf jemanden treffe und dass es irgendwie funken könnte. Also das war jetzt nicht meine Erwartung. Ja, okay, nicht die Erwartung, aber einfach ja.
Okay, versuche die Frage mal anders zu stellen, dass ich dann so ein bisschen, ja, ein bisschen besser nach. Also, ich verstehe den Gedankengang und klar, man sagt irgendwie, der Abend war ein Kuss irgendwie und nichts Besonderes. Ja, wir haben irgendwie eine Anziehung miteinander. Das ist ja die Frage, auf welchem Level das ist. Also, ich meine, du hast dich ja auch schon so ein bisschen zurückgezogen. Dann kam sie auf dich hin, also auf dich zu und hat gesagt: Ey, wollen wir nicht mal sprechen? Wie verfahren wir jetzt? Ich hatte das Gefühl, dass ihr da ja doch relativ tief schon in den Gefühlen drin wart, weil es dann so ein großes Thema war. Sonst hätte man ja einfach auch sagen können, du pass auf, wir haben uns gestern geküsst, war nice, aber müssen wir jetzt gerade nicht wiederholen, weil wir sind ja wegen Lea da. Aber so war es ja nicht. Es war ja schon, es ging ja schon ein bisschen um mehr. Ja, genau. Also das ja, hat mich natürlich auch dann vor Ort verwirrt und überfordert, weil ich Lea besser kennenlernen wollte. Mhm. Mit Inchi hatte ich einfach viel, viel mehr Zeit schon verbracht. Klar, Lea sieht man ja auf den Gruppendates, hast du ja nicht wirklich auch so Quality Time zu zweit. Vielleicht sprichst du dann mal 5 Minuten mit ihr und auch in der Happy Hour ist es ja auch ähnlich. Und da ja, war das dann sehr schwierig, das einzuordnen für mich. Und habe mich dann aber irgendwann dafür entschieden, Lea kennenlernen zu wollen. Mhm. Wir hatten halt auch, und genau, wir hatten natürlich noch viel mehr Gespräche, Inchi und ich, und haben auch, ja, also so Dinge, die damit reinfließen, ist ja auch, Inchi wohnt in Heidelberg, ich wohne in Berlin, das ist eine krasse Strecke. Also finde ich sehr gut. Nein, finde ich gut. Ja. Also das klingt ja total unromantisch, wenn ich das sage, aber ich finde es schon elementar wichtig, dass man sich auch mal die Frage stellt, macht das überhaupt Sinn? Nicht nur über die Konstellation von, wie wir mal eine Beziehung führen, sondern auch, wohnt jemand am anderen Ende von Deutschland oder wohnt jemand, ich sag mal um die Ecke, Lea wohnt in Berlin. Ja, genau, das passte natürlich auch, dann deutlich besser. Ja, und es war aber auch in dem Zeitpunkt schon so, dass ich auf jeden Fall, auch wenn das auch noch nicht so rüberkam, aber auch eine Connection zu Lea hatte und irgendwie ja auch schon 1-2 Gespräche stattgefunden hatten, wo ich so gesagt habe, ich will dich kennenlernen und das mit Inchi war nur Spaß. Und ja, ich wusste dann einfach auch aufgrund dessen, was vorher so passiert war, ich muss mich jetzt auf jeden Fall auch persönlich zumindest entscheiden, ja. Hat das auch was mit dir im Kopf gemacht? Also ich meine, wenn man weiß, was es für ein Drama gab, also Lucia hat ja erzählt, das wissen wir alle, die Lea mag das nicht so, wenn andere miteinander rummachen oder sich, so kann man jetzt sehen, wie man will. Muss man mit rechnen, dass es vorkommt, aber sie mag es nicht so. Und dann war ja dieses Drama quasi, ne, weil sie da überrascht war von dieser Lucia-Thematik. Hat das was mit dir gemacht? Also dachtest, oh, ich möchte eigentlich gerade Lea kennenlernen, aber ich bin gerade eigentlich in einer ähnlichen Situation, wo ich schon weiß, Lea mag das nicht so gern? Ja, klar. Also man kriegt ja das alles mit und ich war ja auch bei der Bootsparty dabei, wo es auch so ein bisschen eskaliert ist und ja, das schwingt da alles mit. Also man kann das dann auch in, jetzt im Nachhinein vielleicht gar nicht so erzählen, aber es war dann auch so ein bisschen Drucksituation. Glaube ich. Ja, ja, also, weil du weißt, wenn du dein eigenes Ding machst, dann könnte sie sagen, will ich nicht. Ja, genau. Und das ist mir aber super schwer gefallen, weil ich ja auch die Connection zu Inchi hatte. Sie war auch eine meiner Bezugspersonen, weil wir ja so viel Zeit in der Villa zusammen verbracht haben, da das dann irgendwie abzukatten. Ja, aber ich glaube, mir ist es dann irgendwie, ich kann das dann manchmal ganz gut, das dann irgendwie einfach abzukarten, anstatt da in so einem Zwischendrin-Ding zu sein. Ja, ich glaube ja auch wichtig, ne? Also weil die Frage ist ja, wohin führt es dann irgendwie? Ja. Wenn du sagst, ihr habt Gespräche geführt, zum Beispiel mit dieser Heidelberg-Sache, war das dann auch so ein Grund, wo du dann für dich entschieden, also man hat ja schon gemerkt, du sagst, okay, ich glaube, wir lassen es lieber gerade mal, ich möchte irgendwie Lea kennenlernen, ist ja auch nur fair Inchi gegenüber, weil so beide offen und warm halten ist ja schwierig. War das, was war so der Hauptgrund, dass du gesagt hast, auch, dass es von der Entfernung her schon schwierig ist? Oder eher die, keine Ahnung, die Zeit, die du dort noch hast, gibt ja viele Gründe. Oder eigentlich hättest du es auch parallel machen können. Oder hättest du auch sagen können, oder ihr hättet beide, du, ne, ich meine, ihr müsst ja beide miteinander sprechen, hättet ihr sagen können, ja, wir können uns ja unverbindlich hier weiter kennenlernen, aber ich möchte auch Lea kennenlernen. Ja, nee, das war ja, wie gesagt, aufgrund dessen, was schon so passiert war, irgendwie keine Option, auch ja, aus Respekt Lea gegenüber. Entweder man ist dann in dem Moment noch da, um sie kennenzulernen oder nicht. Und ja, ich habe aber, wie gesagt, auch zu ihr eine Verbindung gespürt. Ich
habe mich in ihrer Nähe auch wohlgefühlt und wollte da irgendwie auch gucken, was sich daraus ergeben kann. Wie war denn das Gespräch mit Lea für dich? Das Gespräch, das Einzeldate? Mhm. Ich war so nervös, dass... Nervös vor dem Gespräch oder weil du Angst hattest, durch diese Geschichte könnte wieder so eine Lawine ins Rollen kommen? Nee, ich war erstmal grundsätzlich einfach super nervös, weil es war so das erste Einzeldate und man ist ja auf so einem Einzeldate dann auch nicht allein. Irgendwie konnte ich das in dem Moment, musste ich feststellen, dass ich da irgendwie gar nicht mit klar kam. Also, dass ich mir so viel Gedanken darum gemacht habe, was jetzt gerade drumherum passiert. Mhm. Und ein Date ist ja auch schon sehr intim. Ja. Klar, wusste ich, als ich mich da beworben habe, dass das so sein wird, aber man weiß es dann ja erst, wenn man in der Situation steckt, wie man damit klarkommt. Deswegen war ich einfach teilweise blank und hatten trotzdem auch ein schönes Gespräch oder so schönere Momente dabei. Aber ich war grundsätzlich einfach erstmal sehr überfordert. Aber hat das für dich nochmal, also ich meine, du hast ja schon vorher irgendwie eigentlich schon klar signalisiert, du möchtest Lea kennenlernen, hat dieses Gespräch für dich dann nochmal genau unterstrichen, dass dieses ich möchte Lea kennenlernen auch wirklich deine definitive Entscheidung ist für den Moment? Ob das jetzt das Gespräch war, kann ich gar nicht so genau sagen. Weil du wusstest eigentlich ja vorher schon, ne? Ja, ich glaube, das sind verschiedene Momente, die da zusammenkommen, wo ich einfach vom Gefühl her dann entschieden habe, auch zu bleiben. Hattest du das Gefühl, also das habe ich mir auch als Zuschauer gefragt, ne? Das ganze Drama war ja erst kurz vorher. So, und man weiß ja auch, dass es Lea schwer gefallen ist. Und man hat ja auch wahrgenommen, dass sie schon Lucia sehr gut fand. Hat man dann das Gefühl, unterbewusst, man muss sie so mit Samthandschuhen anfassen, gerade auch wenn man wieder so eine ähnliche Thematik hat, dass man da ultra krass vorsichtig ist, damit man sie nicht nochmal verletzt? Ging dir das ein bisschen so? So ein bisschen hatten wir, glaube ich, alle das Gefühl, dass wir auf jeden Fall sie so ein bisschen aufmuntern mussten, auch nach der ganzen Sache. Oder man hat hier einfach angemerkt, dass sie das ziemlich zu schaffen gemacht hat. Und dass man dann irgendwie so ein bisschen, hatte ich schon auch das Gefühl, einfach so ein bisschen vorsichtiger auch war. Glaube ich, ja. Wie war denn dann, also wir haben ja jetzt ein offenes Ende gehabt und du wirst ja die Sendung gesehen haben und hast ja gesehen zum Beispiel auch, dass Ingie da schon, als du mit Lea da auf dieser Liege lagst, gewisse Sachen geäußert hat, dass sie jetzt natürlich nicht so gerne sehen will und so, das kann ja alles nachvollziehen, will man auch nicht gerne sehen. Überrascht dich das ein bisschen? Also, weil das sind ja Momente, die du so wahrscheinlich nicht mitbekommen hast. Du bekommst ja viele Momente, die du jetzt quasi in den Sendungen siehst, wirst du ja so vorher nicht mitbekommen haben. Haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ja, ich war schon überrascht zu sehen, dass Inchi auch so ein bisschen eifersüchtig war. Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das der Fall war. Du warst relativ entspannt, ja, eigentlich für dich und für deine Position, ne? Ihr habt das geklärt gehabt und... Ja, so super entspannt war ich jetzt auch. Nee, nicht. Nee, hast du überspielt. Ich habe halt das Problem dass ich, ja, das wusste ich auch schon vorher, aber das habe ich in der Show nochmal so wirklich gespiegelt bekommen, nicht so gut meine Gefühle kommunizieren kann und da musst du das ja super schnell und sehr häufig und... das war dann auch in der Situation mit Inchi und Lea, dass ich da irgendwie das gar nicht so schnell machen konnte, wie es ich eigentlich hätte machen sollen in dem Moment. Ich weiß, mir geht gerade eine Frage durch den Kopf, die geht mir schon die ganze Zeit durch den Kopf und ich weiß gerade nicht, ob ich sie dir schon tatsächlich gestellt habe oder ob sie mir einfach die ganze Zeit durch den Kopf geht und ich deswegen das Gefühl habe, dass ich dir schon gestellt habe. Ausstieg oder sowas alles war gar kein Thema für dich jetzt als Beispiel, was man sagt. Man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, ne, es gab ja einmal diesen Nebensatz so, im Gespräch zwischen Inchi und dir, dass man sagt, okay, wir steigen aus gemeinsam und der dann Star kennt. Das war für dich keine Option wahrscheinlich, weil du gesagt hast, du möchtest eigentlich Lea kennenlernen, ne? Klar habe ich mir da auch einen Gedanken drüber gemacht, aber habe mich dann relativ schnell dazu entschieden, dass ich Lea weiter kennenlernen möchte. Wofür du ja auch da bist, ne?
genau. Ja, ja, klar. Aber ich hab, die Frage habe ich nämlich auch gestellt. Weißt du, man, hast, denkt man vielleicht auch manchmal so, du musst jetzt nicht bestätigen, sondern kannst auch verleihen, ne? Denkt man sich manchmal so, okay, ich bin ja hier für das Abenteuer, ich bin hier für die Princess, Lea ist dein Typ, das haben wir schon festgestellt. Ihr hattet ja schon diese, diesen, ihr habt das schon geschrieben, mit dieser Dating-Plattform, hast du auch gerade mal bestätigt, dass man auch sagt, okay, ich gucke, wie weit das hier geht, was sich entwickelt. Ja, und man, wir wissen ja nicht, wie sie entwickelt hat, aber es gibt da ja verschiedenste Variationen. Das heißt, wenn das nicht klappen sollte, dann könntest du Ingi danach immer noch kennenlernen, vorausgesetzt sie möchte. Wenn es klappt, gut, dann kannst du sie nicht kennenlernen, weil dann führt ihr im besten Fall eine monogame Beziehung oder eine monogame Beziehung mit der Option auf offen. ne, oder sind das so Gedanken, die einem auch durch den Kopf gehen? Ja, klar. Also weil mit, ich, ja. Ja, genau. Also Ingi und ich haben uns ja so gut verstanden, dass... ja, wenn man sich dann danach noch weiter kennenlernen möchte, dann wäre das ja immer noch eine Option. Also wenn das, ja, das Gegenüber auch noch möchte. Wollte ich gerade sagen. Vorausgesetzt, die Person fühlt es dann nicht als Korb. Wenn du sagst, nee, ich möchte nicht mit dir aussteigen, weil ich will noch Lea kennenlernen, könnte, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Dann könnte man, nee, ja auch klar sagen, okay, habe ich gar keinen Bock mehr drauf, du hast dich schon mal gegen mich entschieden. Ja, nee, und das ist ja auch fair dann. Ah, das ist mir spannend, ne? Ich meine, Leute, wir sind bei Folge 6, wir können jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, wir müssen die Sendung mal weiter gucken, vielleicht später mal quatschen. Weißt du, was mich auch mal interessieren würde? Ihr wart ja sehr schockiert darüber, also was heißt schockiert, überrascht, als so viele gegangen sind in Folge 5. Und ich habe mir die Frage gestellt, lag das daran, dadurch, dass es ja quasi eine gewisse Zeit keine Entscheidungen gab, dass ihr quasi gar kein Gefühl dafür hattet, in welcher Folge ihr seid? Ja, also wir hatten, glaube ich, nie ein Gefühl dafür, in welcher Folge wir waren. Also wir haben immer zwischendrin überlegt und ich glaube, weiß ich nicht, an Tag 4 oder so dachten wir, wir sind noch in Folge 2, weil es war ja noch nicht wieder eine weitere Entscheidung. Yeah. Beziehungsweise, aber auf jeden Fall waren wir da völlig durcheinander und wussten eigentlich gar nicht, wo wir uns gerade befinden. Weil man orientiert sich wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, die habe ich mal in so einem Video geäußert, und gedacht, ich frage immer, habe ich gesagt, man orientiert sich ja wahrscheinlich so ungefähr nach den Entscheidungen. So pro Entscheidung rechnet man wahrscheinlich als eine Folge. So, wenn jetzt durch ein paar Folgen keine Entscheidungen sind, denkt ihr wahrscheinlich, ihr seid bei einer Folge hängen geblieben, so ungefähr. Ja, ne? genau. Ja. Und war, so war das ja auch sonst, ja, immer, oder? Genau, ja, immer. Ja. Ich glaube, lass mich überlegen, ich glaube immer. Ich glaube, da war jede Folge eine Entscheidung. Ja. Und dann denkt man so, okay, wir sind immer noch, was weiß ich, Folge 2, Folge 3, in Wirklichkeit seid ihr aber schon, klack, Folge 5 und dann fliegen 6 raus. Ja, ja, nee, irgendwann ist man sowieso nicht mehr durchgestiegen. Also, wie war das eigentlich so, wenn so viele Leute gehen? Also ich meine, klar, man hat ja nicht mit jedem da so eine enge Bindung, aber ist es komisch oder konntest du relativ gut damit umgehen? Weil ich weiß nicht, wer es letztens gesagt hat, ich glaube, war das Maike? Ich weiß nicht, ich glaube, Maike hat in einem Q&A irgendwie gesagt, dass es teilweise dann schon schwer war, wenn zu viele Leute weg sind. Ja, das hat natürlich immer so eine, die Gruppendynamik verändert, wenn es deutlich weniger waren. Und ja, es war auf jeden Fall einfach ein Schock, dass so viele weg waren. Es hat auf jeden Fall die Stimmung erstmal betrübt, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, was da, glaube ich, auch vorher alles so passiert war. Dass, das ist dann auch nochmal so ein... Okay, aber dachte man sich dann, also okay, verstehe ich voll, dachte man sich aber irgendwie eine Zeit lang, das meine ich, diese Frage meine ich gar nicht böse, aber das ist ja auch immer ein Teil der Geschichte und vielleicht auch ein Teil der Gefühle. Es war ja sehr dramatisch teilweise, jedenfalls für uns Zuschauer. Du hast gesagt, du hast es vor Ort nicht so krass wahrgenommen, weil du natürlich nicht die ganzen Details gesehen hast, so wie wir als Zuschauer. Aber denkt man sich dann irgendwann auch mal, okay, vielleicht ist jetzt auch wichtig, dass bestimmte Themen besprochen sind, dass bestimmte Themen geklärt sind. Ja, zum Beispiel mit Selea und Lucia war ja für mich als Zuschauer klar, dass das besser matcht als jetzt Lucia mit, also Lea, ganz offensichtlich. Ja. Und dass man dann vielleicht auch denkt, okay, jetzt sind die Karten nochmal neu gemischt, jetzt können alle, die vielleicht auch noch nicht zum Zug gekommen sind, jetzt vielleicht Lea ein bisschen besser kennenlernen, du zum Beispiel. Oder auch alle anderen. Ja, klar. Na, also oder? Gar nicht, wie gesagt, mit einem bösen Gedanken, aber einfach so, ja. Es müssen ja irgendwann mal weniger werden. Genau. Ansonsten kommt man ja nicht voran. Ja, und dann wusste man natürlich auch, dass man auf jeden Fall mehr Chancen hat, auch vielleicht ein Einzeldate mal zu bekommen. Ja, genau, so meine ich so. Ja. Ja. Hat ja geklappt bei dir, ne? Ja, stimmt. So. gab es eigentlich, also eingezogen bist und ihr wart 20, glaube ich, 20 Personen? 20 ungefähr. 20, ja. Gab es da eigentlich auch noch jemanden? Also klar, wir wissen, das ist mit Ingi entstanden. Wir alle wissen, wie das mit Ingi entstanden ist. Aber eigentlich magst du ja so blond und surfermäßig. Ja, die Thematik. naja, ist ja so. Übrigens total interessant zu sehen, dass man immer so einen Typ Mensch vor Augen hat. Und dann entsteht aber was mit jemandem, wo er eigentlich sagen würde, okay, passt gerade nicht in dieses Schema. Aber ja. Mensch auch, weil es irgendwie passt. Aber gab es noch irgendwie ein paar andere Personen rein vom Optischen, wo du reingekommen bist, wo du sagst, boah, die können mir auch ganz gut gefallen?
Ich muss überlegen, weil alles ja blond war. Aber ich will dich jetzt nicht zu was verleiten, deswegen ich nenne jetzt keine Namen. Ja, nee. Okay. Lea hat gereicht. Naja, hast ja Glück gehabt. Ja, also, wo jetzt wirklich so eine Attraction war, war einfach Lea und Inchi. Wie würdest du sagen, jetzt stand, ja, ich glaube, die Frage kann ich, glaube ich, stellen. So stand Folge 6. Wie war die Zeit für dich bis dahin? Also fandest du es cool, fandest du es aufregend? Klar, man merkt jetzt natürlich, ne, für uns Zuschauer, du bist jetzt auch irgendwie, ihr seid ja trotzdem in einem Dilemma, du hast da ein Thema, jemand möchte dich irgendwie näher kennenlernen. Du ja eigentlich auch. Du bist halt in diesem Twist, dass du dich entscheiden musst. Inji ja eigentlich auch, aber Inji kann damit vielleicht besser umgehen als du, so, weil für dich die Entscheidung schon klar ist, du willst leer. Wie war denn das alles für dich? War das eine coole Zeit? War das sehr, weiß ich nicht, sehr aufregend oder anstrengend oder... Ja, es war auf jeden Fall sehr aufregend und sehr anstrengend. Also insgesamt so das ganze Erlebnis war aber super positiv für mich. Aber es waren auf jeden Fall Phasen, wo man auch wirklich an seine Grenzen gekommen ist. Und ja, ich glaube, gerade in der Folge 6 sieht man auch, wie überfordert ich da zwischendrin auch bin. Mhm. Und ja, aber es passiert ja auch alles so schnell. Also dann, weiß nicht... scheiden Personen wieder aus und alles ändert sich wieder. Oder also das ist ja die ganze Zeit so, deswegen ist wirklich auch tagesformabhängig gewesen, wie der Tag so war. Ja, war das so, wie du es dir vorgestellt hast? Weil du hast die Sendung ja geguckt, wahrscheinlich die ganzen Staffeln, ne? So ein bisschen, oder? Ja, ich habe alle Staffeln geguckt. So, und man hat ja eine Vorstellung davon, diese Frage stelle ich auch ganz, das finde ich ultra spannend, man hat ja eine Vorstellung davon, wie es ungefähr ist. War das so oder war es komplett anders? Komplett anders. Ja. Also ich hatte jetzt ja nicht so eine detaillierte Vorstellung, wie das Ganze abläuft, aber... Ich meine so vom Feeling, ne? Man hat ja diese Vorstellung, okay, man kommt in diese Villa und dann ist das so spannend und Dates hier und Date da, man lernt coole Leute kennen oder... Ne? Aber, ja. Also ich war auf jeden Fall völlig überwältigt und überrascht, was da auf mich zugekommen ist oder was da passiert ist. Und hatte da einfach nicht so eine konkrete Vorstellung. Also klar, ich hatte die Erwartung schon, dass man viele coole, queere Leute kennenlernt und da wahrscheinlich eine tiefere Connection mit einigen aufbaut. Und das habe ich auch und da bin ich auch super happy drüber. Aber ansonsten hätte ich einfach auch nicht gedacht, dass das so intensiv alles ist. Das wollte ich gerade fragen. Intensiv, das kommt einem, wenn man in dieser, ich sag jetzt mal, Blase lebt. Das ist ja du bist ja quasi von der Außenwelt so abgekoppelt ein bisschen. Man erlebt wahrscheinlich auch alles. Jetzt gerade, wenn du wieder in der Realität bist, würdest du sagen, das, was man dort erlebt, erlebt man 100-mal intensiver als all das im normalen Alltag? Ja. Gerade auch, weil man ja da keine Ablenkung hat, kein Handy, kein Buch und sich einfach wirklich den ganzen Tag nur mit den Personen unterhält. Man hat irgendwie auch, da hatten wir auch einmal drüber gesprochen, dass man auch so ein bisschen kindlicher wieder wird. Ja. Also weil wir über alle möglichen Sachen gelacht haben und einfach super albern man irgendwann auch wird, weil du halt... Aber das finde ich eigentlich gut, dass man auch nie das Kind in sich verliert, oder? Ja, genau. Ja, nee, es war voll schön, aber war auf jeden Fall auch eine interessante Erfahrung, dass das so passiert ist. Und ich hatte auch die Wahrnehmung, das ist mal, glaube ich, die abschließende Frage. Die Wahrnehmung, ihr wart eigentlich im Umgang miteinander auch sehr harmonisch, ne? Ja, auf jeden Fall. Das war ja bei den Staffeln mit den Männern ein bisschen anders teilweise. Da seid ihr schon, also das muss ich so ehrlich sagen, klar, bei euch gab es auch inhaltlich vielleicht viel Drama, aber ich glaube, im Umgang, ich habe jetzt natürlich auch Charming Boys in Erinnerung, ich weiß nicht, ob du das letztes Jahr gesehen hast. Ja, das habe ich dann aber auch nicht zu Ende geguckt. Nee, das war dann zu viel, ne? Das war zu viel. Der eine tat mir da so leid, wie der fertig gemacht wurde. Da sind die Männer, glaube ich, schon auch gehässiger untereinander, ne? Also das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, zumindest, ich sage das immer, ja. Zumindest bei der Staffel, die ich da gesehen habe, ja. Naja, dann bin ich ja jetzt mal gespannt. Also wir haben ja hier einen kleinen Cliffhanger, so. ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich würde es ganz cool finden, wenn wir irgendwann uns vielleicht nochmal zusammensetzen und nochmal so rückblickend über alles sprechen können und vielleicht auch, was sich danach entwickelt. Gut, es kommt drauf an, wie weit du kommst, aber dass wir das mal im Blick behalten, dass wir dann mal so einen Nachklapp machen, was eigentlich wirklich dann noch so alles passiert ist. Können wir gerne machen. Machen wir. So, ihr Lieben, wenn ihr folgen wollt, macht es bei Instagram, alles ist unten angepinnt, verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir verabreden uns, wie gesagt, nochmal, haben wir gerade gesagt. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf euer Feedback. Schreibt uns gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Ja. So, in diesem Sinne, auf Wiedersehen.